Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video zeige ich euch die 10 besten Waffen, die ihr momentan auf Ursix dann benutzen könnt. Und ich sage euch natürlich auch, was die besten Extras sind, die beste Ausrüstung und welche Waffe auch absolut Meta in Warzone momentan ist. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone Videos von mir in der Zukunft. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal rein. Das ist der Black Cell Operator, den ich hier habe. Ich habe natürlich Black Cell, weil ich mir die Vault Edition vorbestellt habe. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich gestern in den ersten beiden Runden auf Ursix dann einen Win rausgehauen habe. Wirklich sehr, sehr geil und mir gefällt Ursix dann einfach extrem. Mit dem neuen Movement macht es extrem viel Spaß. Eine Runde dauert ungefähr nur 20 Minuten und du hast nie Leerlauf. Es ist immer irgendwie Action und deshalb finde ich Ursix dann wirklich sehr, sehr geil. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr Ursix dann findet. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in meine Klasse. So, als erstes möchte ich euch einmal zeigen, was ich hier in der Taktikausrüstung drin habe. Und zwar ist das die Stim, weil mit der Stim kriegst du einfach einen Boost. Das heißt, wenn du dir die Stim gibst, bist du schneller, kannst schneller moven und so kannst du die Gegner sehr, sehr gut outmoven. Kann ich empfehlen, aber was ich noch empfehlen kann, ist natürlich hier die Rauchgranate auch sehr, sehr zu empfehlen. Ihr kennt es aus Al-Masra, Ranked, immer mit Smokes gespielt und wenn Ranked rauskommt, dann wird man auch wahrscheinlich mehr mit Smoke spielen, aber Smoke oder Stim würde ich hier bei Taktik empfehlen. Bei Primär habe ich persönlich hier die Bohrladung drin. Ihr könnt natürlich auch Semtex reinpacken, wenn ihr wollt, oder irgendwas anderes, Wurfmesser, was ihr möchtet. Ich persönlich finde Bohrladung momentan eigentlich ganz gut. Kommen wir jetzt zu den Extras. Wir haben in Warzone andere Extras als im Multiplayer. Hier sind die voreingestellten Pakete. Ihr müsst dann hier auf L1 klicken und dann hier euer eigenes Extra-Paket erstellen. Dann klickt ihr auf Bearbeiten und könnt hier 4 Extras auswählen. Wir gehen mal auf den extra Platz 1. Hier habe ich Eiltempo und Fingerfertigkeit drin. Hier könnt ihr zwischen Bergsteiger, Mechaniker, Schrapnell, Plünderer, Kampfgestählt, IOD, starker Arm, Kundschaftler, Fingerfertigkeit, Eiltempo, Bestrahlt und Fokus auswählen. Ich persönlich finde Fingerfertigkeit und Eiltempo hier die besten Extras. Und hier im extra Platz 2 können wir ebenfalls aus diesem extra Pool auswählen. Also Eiltempo und Fingerfertigkeit. Extra Platz 3. Hier haben wir wieder andere Extras. Wir sehen hier Eskapist, schneller am Boden im Liegen und beim Kriechen, Zusammenflicken, Spurenleser, Überlebenskünstler, Gehärtet, Nachschub, Kaltblütig, Pirscher, Zahlung und so weiter. Ich habe hier Gehärtet reingepackt, finde ich am besten, weil du hier einfach 2 Platten brauchst, um full plated zu sein, anstatt 3 Platten. Das erspart dir auf jeden Fall enorme Zeit beim Regain. Und im 4. Platz habe ich persönlich Alarmiert drinne. Was hier auch noch gut ist, ist natürlich Draufsicht. Das heißt, wenn du eine Drohne aktivierst, dann hast du sozusagen eine erweiterte Drohne. Das heißt, du siehst, wo der Gegner hinschaut. Sehr zu empfehlen. Was hier noch zu empfehlen ist, ist natürlich Geist, weil du durch Geist einfach nicht auf der Drohne zu sehen bist, wenn du dich bewegst. Ist auch ganz gut, aber ich persönlich finde hier Alarmiert am besten. Dann sehe ich direkt, wenn jemand mich anschaut, finde ich momentan eigentlich ganz gut. Das sind die Extras, die momentan am besten sind. Kommen wir jetzt zu den Waffen. Die beste Waffe, die absolute Meta, ist momentan die DG58. Das ist ein LMG. Und zwar spiele ich sie mit folgenden Aufsätzen. Bei Lauf habe ich hier den langen Woody-Lauf drinne. Bei Mündung V7 Spitfire Schalldämpfer. Bei Unterlauf den schweren Bruen-Unterstützungsgriff. Und meine Empfehlung für euch ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen schweren Bruen-Unterstützungsgriff sucht, der ist irgendwo weiter rechts hier. Und ich persönlich habe den einfach als Favorit ausgewählt und dann wird er euch einfach direkt hier vorne angezeigt. Wenn ihr jetzt R2 drückt, dann könnt ihr hier einen beliebigen Aufsatz zu den Favoriten hinzufügen. Ihr könnt bis zu 10 Aufsätze zu den Favoriten hinzufügen und die sind dann hier vorne. Ich habe jetzt hier den schweren Bruen-Unterstützungsgriff, vertikaler SL-Skelettgriff, Hound 9G-Griff und so weiter. Dann müsst ihr nicht immer richtig weit nach rechts scrollen, um euren Aufsatz zu finden. Dann habe ich hier beim Visier das Choreo Eagles Eye 2,5 mal Visier. Das packt ihr auf fast alle Waffen drauf.
Und das ist auch irgendwo weiter rechts hier. Und das auf jeden Fall auch zu den Favoriten hinzufügen. Dann seht ihr das immer direkt am Anfang. Und dann habe ich hier bei Schaft den Rückstoßreduzierungskolbenblech drin. Und ich zeige euch die Waffe einmal im Schießstand. So performt sie. Wichtig ist natürlich Schalldämpfer, weil du ja sonst angezeigt wirst auf der Minimap. Ja, eine sehr geile Waffe, sehr stark, TTK sehr stark. Rückstoß ist hier auch eigentlich sehr, sehr gut zu handeln. TTK sehr, sehr nice, deswegen momentan die DG58 absolute Meta. Dann geht's weiter, hier habe ich die WSP Swarm noch drinne mit folgenden Aufsätzen. Und zwar bei Lauf WSP Roofless Lauf drinne, bei Mündung Shadow Strike Schalldämpfer, damit du nicht angezeigt wirst auf der Minimap. Unterlauf, vertikaler Skelettgriff, den auch als Favoriten hinzufügen, würde ich euch empfehlen. Dann habe ich hier das 50-Schuss-Magazin drin. Und bei Schaft den schweren FSS Fortress Schaft. Und das ist momentan die beste MP, weil die TTK einfach wirklich extrem stark ist und du hast einfach ein richtig geiles Movement auch mit dieser MP. Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr geile Waffe. Hört sich auch übelst nice an. Erinnert mich ein bisschen an die MAC-10, muss ich sagen. Ja, sehr, sehr geil. Und was ich noch sagen wollte, ist hier die Tarnung wurde schneller gemacht. Die Interstellar-Tarnung und im Zombie-Modus auch die Komplettierungstarnungen wurden alle schneller gemacht, sehen jetzt alle viel, viel besser aus, finde ich. Dann geht's weiter, dann haben wir hier eine LMG, die Bruen. Und zwar spiele ich sie mit folgenden Aufsätzen. Bei Lauf 23 Zoll XRK Horizon V2 drin. Mündung Shadow Striker Schalldämpfer. Unterlauf schwerer Bruen Unterstützungsgriff. Bei Magazin habe ich hier das 60-Schuss-Magazin drin. Und Visier natürlich wieder das Corio Eagle Eye 2,5-mal Visier drin, weil das das beste Visier ist momentan. Ich zeige euch die Bruen einmal im Schießstand. Es ist eine LMG, das heißt, ne, es ist sehr schwer mit der zu moven, aber es geht eigentlich halbwegs. Und wie ihr sehen könnt, sehr, sehr geil. Momentan die zweitbeste Waffe im Game. Aber es ist halt eine LMG, ne? Du bist da mit einfach ein bisschen langsamer. Was jetzt nicht allzu nice ist. Ich mag LMGs nicht so, aber sie ist extrem, extrem stark. Dann haben wir hier die Striker mit folgenden Aufsätzen. Laser, VLK, LZR, 7MW Laser hier drinne. Dann habe ich bei Mündung Shadow Striker Schalldämpfer, damit du nicht angezeigt wirst auf der Minimap. Unterlauf, XRK, Edge, BW4 Handstopp drinne. Magazin, das 48-Schuss-Magazin. Und bei Schaft habe ich hier RB Crotalus Sturmschaft drin. So spiele ich sie. Es gibt auch kein Tuning, wie ihr schon alle bemerkt habt wahrscheinlich. Und die Striker finde ich persönlich auch sehr, sehr geil. Mit dieser Waffe hast du einfach viel mehr Präzision im Vergleich jetzt zur WSP Swarm. Also ich würde fast behaupten, dass diese Waffe sogar geiler ist als die WSP Swarm. Weil die mir einfach irgendwie besser gefällt. Weil du damit einfach auf Range halt mehr Kontrolle hast, was ich persönlich sehr, sehr mag. Ja, extrem geil. Also das ist wirklich meine Lieblings-MP, würde ich mal fast behaupten. So, ich mache mal hier auch drei Platten rein. Damit ihr das seht, wie es mit drei Platten ist. Okay, so, dann geht's weiter. Dann habe ich hier die Holger 26 drin mit folgenden Aufsätzen. Visier natürlich wieder Corio Eagles Eye 2,5X Visier. Bei Lauf den Holger Fabriklauf. Bei Mündung FT7 Spitfire Schalldämpfer. Unterlauf Hound 9G Griff. Der ist wirklich sehr, sehr weit rechts. Deswegen habe ich ihn hier auch als Favoriten hinzugefügt. Und dann haben wir hier bei Schaft den Ascent Lordschaft drinne. Der Lordschaft. Und ich zeige euch sie jetzt einmal im Schießstand. Auch sehr, sehr geil. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auch die Waffe. Aber ich bin persönlich eher so ein Fan von
Sturmgewehren, weil die LMGs mir einfach ein bisschen zu fett sind, aber ist trotzdem sehr, sehr geil, kann man empfehlen. Und dann habe ich hier die Fennec. Die Fennec ist extrem stark und zwar mit folgenden Aufsätzen. Shadow Striker Schalldämpfer hier. Dann habe ich bei Unterlauf vertikaler SL Skelettgriff drinne. Munition. Punkt 45 Auto hohe Körnung. Bei Magazin habe ich Fennec Mag 45, also das 45 Schuss Magazin. Und beim Schaft hier Agile Assault 7 Schaft drin. Dann gehen wir in den Schießstand. Fennec natürlich nur auf sehr, sehr nahe Entfernung extrem gut. Deswegen müsst ihr ja mal aufpassen. Braucht ihr irgendwie eine Waffe für Close Close oder nur für Close? Extrem stark. Die Fennec ist eine MW2-Waffe, aber trotzdem gehört sie momentan zu den Top-Waffen im Game. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier die Buzz B. Die Buzz B war ja im Multiplayer komplett geisteskrank und ist natürlich immer noch komplett geisteskrank. Die spiele ich mit folgenden Aufsätzen. Visier, Choreo, Eagles Eye 2,5x Visier. Lauf habe ich hier den langen Brun Venom Lauf drinne. Mündung habe ich hier VT7 Spitfire Schalldämpfer. 45 Schuss Magazin. Dann habe ich hier bei Schaft den schweren Ravage 20er Schaft drinne. Und wir gehen in den Schießstand. So performt die Buzz B. Die Buzz B ist extrem stark, natürlich auch in Warzone, aber der Rückstoß ist nicht ganz so leicht zu handeln, vor allem auf etwas weiterer Entfernung. Das ist übrigens die geile Tracer-Munition aus dem Battle Pass. Finde ich richtig nice. Ja, also wenn man den Rückstoß handeln kann, dann ist die Waffe wirklich extrem gut. Gefällt mir persönlich auch extrem gut. Also würde ich sagen, eher für Fortgeschrittene, die wirklich den Rückstoß gut handeln können. Ihr seht, die TTK ist also ist wirklich geisteskrank, ne? Okay, Buzz B, auch extrem krass. Und dann habe ich hier die ISO 9mm, ist auch eine MW2-MP, aber gehört momentan zu den Top 10 besten Waffen. Wir haben hier einmal bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drinne. Bei Mündung Shadow Strike Schalldämpfer. Unterlauf vertikaler SL Skelettgriff. Dann habe ich hier das 50 Schuss Trommelmagazin. Und bei Schaft den Demo Fade Tag Schaft drinne. Ich zeige euch die einmal im Schießstand. Die ISO 9mm war ja auch schon in MW2 richtig stark. Das ist ja sozusagen der kleine Bruder der ISO 45. Boah, die Tracer-Munition auch richtig geil. Beziehungsweise der Toteffekt, meine ich eher. Ja, also richtig nice. Macht mir auch sehr viel Spaß. Und dann habe ich hier die letzte Klasse. Hier darf natürlich eine Sniper nicht fehlen. Und zwar habe ich hier folgende Aufsätze bei der Sniper. Kein Visier. Das Visier ist schon nice, so wie es ist, finde ich. Bei Laser habe ich den FSS Ole V-Laser drin. Bei Lauf den Zang 34er Lauf. Bei Mündung Sonic Schalldämpfer XL. Ist auch irgendwie ein bisschen weiter rechts. Habe ich jetzt zu den Favoriten hinzugefügt. Und bei Munition Kaliber 50 Spitzer für mehr Geschossgeschwindigkeit und effektive Reichweite. Und bei Bolzen haben wir hier den schnelleren Ephemeralbolzen drin für besseres Nachladetempo. So, wir gehen mal in den Schießstand. Und das ist die einzige Sniper, die auf jede Entfernung auf dem Kopf one-shottet. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht gewone-shottet hat, aber sie tut one-shotten. Das ist jetzt hier nicht richtig. Das ist jetzt hier anscheinend nicht richtig im Schießstand. Sie tut auf jeden Fall One-Shotten auf dem Kopf. Richtig nice Sniper, macht auf jeden Fall Bock, wenn ihr mal Bock auf Snipen habt. Und dann habe ich hier die WSP9, auch eine sehr, sehr gute MP. Und zwar spiele ich sie folgendermaßen. Bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drinne. Bei Lauf habe ich hier kurzen, leichter Hisslauf drin. Bei Mündung Shadow Strike Schalldämpfer. Bei Unterlauf XRK Edge BW4 Handstopp.
Und beim Magazin hier das 40-Schuss-Magazin drin. Ihr könnt natürlich auch ein 50-Schuss-Magazin reinpacken, so wie ihr das möchtet. Kommt natürlich immer drauf an, welche Größe ihr spielt. Duos, Trios, Squads oder Solos. Und so ist die Waffe. Sie hat eine niedrige Feuerrate. Deswegen ist es nicht so ganz so leicht, sie zu handeln, aber trotzdem nicht schlecht, die Waffe hier. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich persönlich würde sagen, dass die WSP Swarm und die Striker wirklich die besten Waffen sind. Vielleicht auch die ISO 9mm, aber das ist halt eine MW2-Waffe. Fennec bin ich jetzt nicht so der Freund davon, gehört aber trotzdem zu den besten Waffen. Ich persönlich würde die DG58 spielen, zusammen mit der Striker MP hier oder zusammen mit der WSP Swarm. Also so wäre mein bestes Loadout, womit ich reingehen würde. Ja, Leute, das war's jetzt hier mit dem Video. Im Shop ist jetzt hier auch ein neues Bundle drin, 2400 COD-Punkte. Kann ich euch ja einmal kurz zeigen, damit ihr Bescheid wisst, was hier drin ist. Das ist die Ram 7 übrigens. Übrigens startet das Santas Schlitzer-Event, also das Weihnachts-Event, in 13 Tagen, also übernächste Woche Mittwoch. Wir dachten ja erst nächste Woche Mittwoch, aber es ist erst übernächste Woche Mittwoch, damit ihr Bescheid wisst, wann das Event hier startet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf Ursix dann mit den besten Waffen momentan. Und schreibt mir gerne in die Kommentare rein, welche Waffe ihr persönlich am besten findet. Lasst auch gerne ein Like da, falls ich euch helfen konnte. Lasst auch gerne ein Abo da für mehr MW3 und Warzone-Videos von mir in der Zukunft. Ansonsten sehen wir uns heute wieder im Livestream. Ganz oben ist der Link in der Beschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.